Fair Farm war gestern, Blur ist heute. Das Action-Rennspiel, das vom Entwickler Bizarre Creations gemeinhin als Mario Kart für Erwachsene angekündigt worden war, ist tatsächlich genau das. Massenweise Autos, sammelbare Upgrades, Straßenschlachten der Marke Super Brachial. Mehr noch, anders als der Mario-Klempner dürfen sie bis zu 3 Waffen sammeln und nach einsetzen, sichtbar an den Symbolen am Heckspoiler meines Wagens. Zudem besitzt Blur ein so durchdachtes wie motivierendes Levelsystem, doch dazu später mehr. Das Spiel ist zweigeteilt, Solo-Kampagne und Mehrspielerteil, jeweils mit einem eigenen System, was freischaltbare Extras angeht. Die Karriere ist in Klassen unterteilt und dient in erster Linie zur Übung. Cool, wer bestimmte Bedingungen erfüllt, siehe rechts, schaltet ein finales Rennen frei, nach dessen Sieg sie besonders fette Belohnungen bekommen. Weniger cool, um diese Balken zu füllen, müssen sie die zur Verfügung stehenden Turniere oft mehrfach angehen. Neben klassischen Rundrennen bietet Blur diverse genretypische Modi, etwa das Checkpoint-Rennen, in dem sie innerhalb eines knappen Zeitlimits Punkte durchfahren sollen. Das ist bisweilen schwerer als es klingt, vor allem wenn sie den Plan hegen, Erster zu werden. Brachialer und dem Spielprinzip sehr viel angemessener ist Zerstörung. Hier müssen sie in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Gegner abballern. Zur Verfügung steht hierfür aber nur die Waffe Blitz, mit der sie ziemlich gut zielen müssen. Naja, wobei das bei so vielen Kontrahenten auf der Piste nicht wirklich wichtig ist. Die vorhin erwähnten Duelle sind besonders schwer, weil die Endgegner in der Regel hervorragend fahren und sie sich keinen Fehler erlauben dürfen. Da aber nur ein Kontrahent auf der Piste ist, sind die Rennen nicht gerade spektakulär. Damit es trotzdem nicht so schnell langweilig wird, gibt es sogenannte Fansprints. Wer über das entsprechende Symbol fährt, aktiviert eine Minimission, in der es gilt, alle folgenden Tore zu durchfahren. Klingt einfach, nicht aber, wenn sich 20 Piloten die Upgrades in die Ohren pfeffern. Noch cooler sind die Fan-Anfragen. Das sind spezielle Aufträge, die innerhalb sehr kurzer Zeit erfüllt werden müssen. Das launige Portfolio umfasst Klassiker der Marke »Schieße 2 Gegner mit einer speziellen Waffe ab« bis hin zu »Überhole einen Kontrahenten mit aktiviertem Nitro«. Ja, wäre einfacher, wenn hier nicht so viel los wäre. Dürfte ich mal? Entschuldigung? Ah, geht doch. Und wozu die ganze Mühe? Ja, Fans sind die Währung in Blur, quasi die Erfahrungspunkte, wie man sie aus Rollenspielen kennt. Mit gesammelten Fans steigen sie im Rang auf und schalten so nicht nur neue Fahrzeuge, sondern auch sogenannte Mods frei. Das sind passive Boni, von denen sie 3 Stück ins eigene Auto schrauben dürfen. Erhöhter Schaden, ein Ziellaser oder doch lieber Fanboni? 24 Mods gibt's insgesamt, was eine entsprechend hohe taktische Vielfalt ermöglicht. Neben der Wahl der Mods ist auch das richtige Fahrzeug entscheidend, denn je nach Strecke kommen sie mit Drift-, Sprint- oder Offroad-Boliden besser vorwärts. Meinem Audi TTS hier zum Beispiel hilft die geballte PS-Power nicht weiter, wenn ich über die sandigen Pisten von Amboy im amerikanischen Hinterland bügeln muss. Und auch der gut getimte Einsatz der Upgrades ist wichtig. Wenn es zum Beispiel derart rot blinkt, heißt es schnellstens reparieren, denn ein Totalschaden kostet wertvolle Sekunden. Das alles gilt auch für den Mehrspielerteil, hier wohl noch sehr viel mehr. Denn wenn man es mit bis zu 19 menschlichen Gegnern zu tun hat, ist klar, dass keine Gefangenen gemacht werden. Selbst mit nur 7 Fahrzeugen auf der Strecke wie hier ist Schadenfreude garantiert. Blur beeindruckt dabei durch sein hohes Tempo, die brachiale Soundkulisse und die ausgeklügelten Upgrades. Gut auch, die Rennen laufen in der Regel sehr flüssig ab. Unfreiwillige Laghüpfer wie diesen haben wir im Test nur sehr selten gesehen. Auch dass die Stoßstangenperspektive zwar ein fantastisches Geschwindigkeitsgefühl vermittelt, aber letztlich arg unübersichtlich ist, verschmerzen wir locker, weil Blur nicht zuletzt mit einem einfachen Trick an den Monitor fesselt. Ständige Belohnungen, ständige Level-Ups, ständig neue freischaltbare Inhalte. Das wird sie Nächte kosten, versprochen. Eigentlich überrascht es mich wenig, denn schon in der Beta-Version hat Blur einen riesen Spaß gemacht. Es greift hier einfach alles wunderbar ineinander. Dieses unglaublich motivierende Level-System, diese unkomplizierten, aber doch taktikreichen Upgrades und Mods und nicht zuletzt diese brachialen Rennen, in denen 20 Leute sich die Upgrades um die Ohren pfeffern. Dieses Spiel kostet Nächte, wirklich. Wenn Sie damit einmal angefangen haben, können Sie nicht mehr aufhören. Es macht einfach einen riesen Spaß und wer auch nur ansatzweise auf Action-Rennspiele steht, kommt um dieses Spiel definitiv nicht herum.